Kita, liebe Freunde, was geht ab? Heute ist es nach langem tatsächlich mal wieder Zeit für ein wirklich sinnvolles Video, denn am 26. Mai wird gewählt. Und zwar nicht nur, wer auf dem Eisernen Thron sitzt, sondern auch im Europäischen Parlament. Warum ist das wichtig? Weil wir gemeinsam nach Lösungen für die größten Fragen unserer Gesellschaft suchen müssen, aber auch, weil wir natürlich dem hiesigen Rechtsruck mitsamt all seinem Populismus entgegentreten müssen. Denn wenn wir nicht bestimmen, dann tun das andere. Und im Zweifel nicht die, die an die Schönheit der Vielfalt glauben. Was überhaupt bedeutet Schönheit? Für uns persönlich, in unterschiedlichen Ländern. Und warum ist Europa schön? Das und vieles mehr bespreche ich ab sofort in den Beauty Talks mit verschiedenen Persönlichkeiten aus den unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Schön, dass du da bist, Dana. Ja, schön, dass du da bist. Dana, wie spricht man deinen Namen auf Bulgarisch korrekt aus? Denica. Und Nachnamen? Todorova. Denica Todorova. Yes. Muss man dann auch die Stimme so eher tiefer machen? Ich muss schon Denica Todorova. Ja, die Stimme muss so runtergepitcht sein. Welche Rolle spielt Schönheit denn in deinem Leben? Schönheit ist eigentlich auch so ein Begriff, was man so, ja, ist ein bisschen abstrakt. Es gibt ja so viele Arten von Schönheit. Alles, was einem so eine innere Wärme und Freude bereitet. Und alles, was in einem so einen Impuls gibt, inneres Wohlfinden. Dann sind es aber auch wahrscheinlich Menschen. Das können Menschen sein, die Welt an sich, Natur, Formen, Licht, Farben. Was an dem Phänomen Beauty und Kosmetik interessiert dich denn? Setzt du dich viel damit auseinander? Also, ich meine, ich finde es nice, was man alles mit seinem Äußeren, also so ein bisschen wie so Adobe Photoshop für Gesicht und Körper. Ich finde es schon interessant, sich manchmal aus Spaß Make-up-Tutorials anzuschauen. Mehr so im Sinne von Bob Ross oder sowas, als jemand, der irgendwie mit Null anfängt und dann irgendwie zu so einem kompletten Bild kommt. Hat auch irgendwas Beruhigendes. Wie nutzt du das denn für dich? So, du meinst ja gerade, man diese Transformation, diese Beginn bei Null und was dann am Ende dabei rauskommt, ist schon für dich zu beobachten. Aber nutzt du Beauty oder Schminke gezielt auch für dich ein? Eigentlich nicht so wirklich. Ich meine, ich benutze sehr viel so Sachen wie so Argan Oil und Rosenwasser und sowas. Nur so die Basics, dass irgendwie meine Haut gut geht und dass ich mich wohlfühle. Also bei mir, ich persönlich bleibe immer so bei Level 0. Die Art und Weise, wie ich Make-up benutze, ist halt I woke up like this und I stayed like this. Meine Freunde assoziieren mich, also halt immer mit diesem No-Make-up-Gesicht. Und manchmal ist mir aber schon passiert, so nach einem Fotoshoot, also ich hatte keine Zeit, mich abzuschminken. Bin auf eine Party hin, also auf einen Geburtstag von Freunden. Niemand hat mich Also ich finde es schon interessant, so diese Layer, oder beziehungsweise diese ganzen Layers, die man sich aufträgt, also historisch betrachtet haben, dass Leute seit Jahrtausenden gemacht, dass nicht nur dieses Schönwerden, was diesen Idealen oder Vorstellungen überhaupt entspricht, die halt natürlich auch geografisch ultra unterschiedlich sind. Was machst du denn, um dich einfach nur wie Dana zu fühlen? Wie gesagt, also in Bulgarien ist halt Rosenwasser, ist halt so traditionell einfach so das Ding. Rosen wachsen sehr gut in Bulgarien, also das ist eigentlich so ein bisschen das Export dieses Landes, sind so Rosen. Wenn man aus Bulgarien direkt kommt, ist das so ein bisschen zu viel manchmal, diese ganze Geruch. Also dieser Rosenkult ist so ein bisschen too much, weil jedes zweite Produkt ist aus Rosen gemacht. Krass. Seifen, alles Mögliche. Also ich bin aufgewachsen mit eher so einem Turn-off, dass ich das so zu viel darum ging. Jetzt aber habe ich das irgendwie wieder für mich entdeckt, wahrscheinlich so von der Distanz aus. Also ich schätze das jetzt mehr so, die bulgarische Rose. Hab mir super viele Produkte gekauft, letztes Mal aus Sofia, und benutze das sehr. Sprühe mir die ganze Zeit dieses Wasser ins Gesicht. Stichwort Bulgarien. Was sind so die gängigsten Klischees über den bulgarischen Look oder das bulgarische Schönheitsideal?
Also überhaupt dieses Bild, eine Frau zu sein, ist da irgendwie super übertrieben im Sinne von, entweder liegt es daran, dass die Geschlechterrollen so krass klar definiert sind. Frau dort zu sein bedeutet oft ins Extreme die Natur des Menschen zur Form und Gestaltung zu bringen. Make-up wird auf jeden Fall wird sehr viel getragen. Plastik-OPs sind volle Hype. Wenn man so in Sofia ankommt, sind überall so Billboards. Schenke deiner Frau neue Brüste zu Weihnachten. Also das sind so die Slogans. Was der größte Unterschied ist, glaube ich, ist offensichtlich die Zeit, die investiert wird. Zum Beispiel in einer kleinen Stadt, da wo ich zum Beispiel herkomme. Welche Stadt kommst du? Das, sie heißt Haskovo. Das ist im Süden. Charlotte Haskovo. Charlotte. Ja, Houston. Ja, H-Town. Ja, bei mir auch. Die Hamburg. Ja, die haben das wirklich so. Und manchmal ist so der größte Highlight ist so Kaffee trinken gehen oder halt in eine Bar abends und so. Und alle sehen einfach so krass gemacht, aber eben der Kontrast ist, dass die Settings sind ja immer so unterschiedlich. Die ganze Art und Weise, wie die Stadt da aussehen würde oder die ganze Infrastruktur, und dann hat man so einen Clash mit so die krassen Fake-Louboutins, absurdesten, so eher so Armut-Settings. Das hat mich immer super geflasht. Aber wie hat das denn dein Verständnis von Schönheit dann geformt? Also es kann sehr gut sein, dass ich eigentlich dadurch so ein bisschen dagegen rebelliert habe. Also manchmal denke ich auch drüber nach, vielleicht durch diesen Überschuss irgendwie von der äußeren Welt, weil so, I don't give a fuck. Ich habe halt nicht irgendwie in so eine genderbestimmte Rolle irgendwie geschlüpft. Wenn man too much das hat so around you, also ich glaube wahrscheinlich habe ich halt so ein Anti-Reflex irgendwie geformt. Aber vielleicht kommt es irgendwann, vielleicht tue ich das irgendwann. Vielleicht kommt es irgendwann, ja. Wenn du zu lange in Berlin lebst und du dich dann von Berlin abheben möchtest. Das kann so gut sein, weil hier sind auch manchmal so andere Extreme. Weil hier bist du nichts Besonderes mehr, Dene. Also ich meine, hier ist manchmal wirklich, wie gesagt, das andere Extreme, dass man zu wenig drauf achtet. Ich glaube, in Deutschland herrscht so eine Hauptsache bequem. Motto, und das ist voller Kontrast zu in Bulgarien mit so krassen High Heels auf Kopfsteinpflaster. Und insofern eigentlich mag ich das auch sehr, wie in Bulgarien man echt auf manche Sachen achtet und so. Und also wo ich herkomme, ist eigentlich an der Grenze zur Türkei, und traditionell ist man da sehr mit so diese ganze Kultur von Hamam und sowas, ja, ist sehr implementiert. Also wenn ich mich nur auf Basics konzentriere, ist das nur deswegen, weil man irgendwie sehr auf so eine Foundation achtet. Was ist Schönheit? Du sagtest, das ist so ein Gefühl. Was ist vielleicht auch das Schönste an Europa? Das Schönste an Europa ist, dass man echt in so einer Comfort Zone lebt und koexistiert. Für diejenigen, die dieses Luxus und Privileg haben, zum einen in einer Situation ohne Krieg zum Beispiel reingeboren zu sein, krasseste so wirtschaftliche Armutsverhältnisse. Das ist auch so ein Gefühl der Sicherheit und Komfort, was man außerhalb von Europa nicht so kennt, wenn man halt nicht Norwegen oder so, sondern Europa ist eigentlich auch ein Gefühl. Siehst du dich als Bulgarin, als Deutsche oder als Europäerin oder? Also ich meine, meine automatischste Antwort und wie ich mich sehe, ist als Bulgarin, weil ich bin ja da aufgewachsen und zur Schule gegangen, und als Europäerin sehe ich mich auch, weil geografisch gesehen ist man aus diesem Kontinent. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist ja auch ein Unterschied, ob man über die Europäische Union spricht oder Europa als Kontinent. Für mich als bulgarische Passportbesitzerin ist das natürlich auch ein relativ neues Phänomen. Also weil Bulgarien ist 2007 in die EU gekommen, und von daher, ich war ja schon davor in Deutschland und ich habe das schon so aus zwei Seiten miterlebt. Also hier zu leben, ohne diesen Privileg zu haben, in die Union included zu sein. Yeah. Und dann danach. Also
man wechselt dann plötzlich von der krassesten, überfüllten Schlange zu irgendwie so, okay, cool, wir haben Zeit für Sie, was können wir für Sie tun? Und so, wenn man zu irgendwelchen Behörden geht. Was bedeutet denn die Idee der Europäischen Union für dich? Ja, das ist eine super Idee. Die Idee, dass man innerhalb von Europa sich frei bewegt und überall arbeiten kann und leben, ohne ständig irgendwelche Grenzkontrollen durchgehen zu müssen. Also ich meine, das ist ein sehr gutes Konzept und bringt halt viel dieses Gefühl von irgendwie Sicherheit und aufgefangen zu werden. Irgendwie hat man das Gefühl, verbunden zu sein und sich näher zu sein. Gehst du wählen und ja, warum? Ich gehe wählen. Ich glaube, man muss wählen, weil wenn man nicht wählt, passiert auch nichts. Man muss aktiv sein und mitentscheiden. Das ist ja auch der Punkt, dass wenn man in so ein Bürger der Europäischen Union ist, dass alle dann gemeinsam mitentscheiden. Gibt es irgendwie eine Lieblingsredewendung auf Bulgarisch, die du hast? Ich habe mein neues Album rausgebracht vor 6 Monaten und der ist eigentlich eine Übersetzung von einer bulgarischen Redewendung. Auf Bulgarisch man sagt Ako je pisano, das heißt, wenn es in den Sternen steht, also wenn es geschrieben in den Sternen ist. Deswegen hatte ich das so übersetzt auf Englisch, if it's written. Jetzt nicht wie ein Gebet oder so, aber es ist mehr wie so eine, verbunden mit so Hoffnung, dass alles gut sein wird. So, wenn es in den Sternen geschrieben steht. Ja. Das ist doch das perfekte Schlusswort, Leute. Ey, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Wir sehen uns dann an der Wahlurne wahrscheinlich. Yes. Jo, bis zum nächsten Mal, Leute. Schaltet wieder rein. Ciao. Tschüss. Yeah.